3. Juni 2022. Die Abschlussarbeiten der Raffinerie Generalüberholung sind in vollem Gange. Als es während der Wasserdruckprüfung der Rohöldestillationsanlage zu einem Schaden an der Hauptkolonne kommt. Die Anlage ist das Herzstück der Raffinerie. Sie ist rund 50 Meter hoch und hat einen Durchmesser von bis zu 9 Metern. Normalerweise werden hier aus Rohöl verschiedene Ausgangsprodukte gewonnen, die wir im Alltag brauchen. Ihr Stillstand verzögert die Inbetriebnahme der Raffinerie. Jede Sekunde zählt. Unmittelbar nach dem Schaden wird eine Taskforce eingerichtet, um den Vorfall zu untersuchen und sofort mit der Reparatur zu beginnen. Die erste Herausforderung: der Aufbau eines 200 Tonnen schweren Gerüstes, damit Inspektion und Räumungsarbeiten beginnen können. Priorität für die OMV hat bei allen Arbeiten die Sicherheit des Teams. Anfang Juni wird für einen besseren Zugriff der 100 Tonnen schwere Kopf der Kolonne abgenommen. Rund 150 Tonnen beschädigtes Material im Inneren und am Boden der Anlage müssen raus. Und das komplette untere Segment muss ersetzt werden. Die Spezialanfertigung wird in Einzelteilen angeliefert, zusammengebaut und Anfang August installiert. Außerdem müssen mehrere Dutzend Destillationsböden, die man für die Gewinnung der einzelnen Produkte braucht, maßgeschneidert und eingebaut werden. Jeder davon rund 50 Quadratmeter groß. Bis zu 320 Expertinnen und Experten arbeiten rund um die Uhr vor Ort, unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorschriften. Sie liefern mit enormem Einsatz höchste Qualität ab. Jedes noch so kleine Segment von insgesamt 8 Kilometer langen Schweißverbindungen wird mehrere Male kontrolliert und alle Kolonneneinbauten einem Qualitätscheck unterzogen. Ende August wird der Kolonnenkopf wieder auf seine ursprüngliche Position gehoben. Die Arbeiten an Isolierung und Verrohrung starten. Ende September, nach 4 Monaten und 210.000 unfallfreien Arbeitsstunden, sind die Reparaturen abgeschlossen. Die erneute Wasserdruckprüfung wird erfolgreich durchgeführt. Im Oktober startet wieder der reguläre Betrieb der Rohöldestillationsanlage und somit der OMV-Raffinerie Schwechat. Wir bedanken uns bei unserem Team und unseren Partnerfirmen für ihren Einsatz, um weiter maßgeblich zur Energieversorgung beizutragen.